Ja, damit heiße ich euch herzlich willkommen bei einer neuen Aufnahme von Rock of Ages 2 Bigger and Bolder. Und wir haben uns das letzte Mal hier wunderschön auf den Weg gemacht. Ja, und haben schon viel erreicht, sag ich mal so. Und ich würde mal sagen, dass wir uns mal um ein paar mehr Einheiten kümmern. Also, dass wir mehr Einheiten mitnehmen können. Und ich würde sagen, da beginnen wir einfach mal, ja, ist ja gut, mit diesem Stein-Typen in Paris. Ne, wegen dem Plus 1 hier. Wir betreten die Arena. Der Geist dieses Zeitalters hat eine physische Form angenommen. Aha, jetzt haben sie es diesmal so beschrieben, wie man den Denker ausschaltet. Das ist der Denker. Oh, mit einem Engelsball. What the fuck? Achso, da sind Kanonen. Ich werde mal kurz gucken, ob ich hier ausschalten kann. Jawohl. So, da ist das Trampolin. Okay, wir rechnen uns mal aus. Wo ist denn die nächste? Ah, da ist die nächste Kanone. Sehr schön. Nein! Oh, schade. Mann. Ach du Scheiße, Luftschiff und allem Pipapo. Jawohl! Haben wir das nächste Mal erwischt? So, wo ist. Kanonen. Kanonen. Ja, dann sollten die mal ankommen. Ich habe keine Ahnung, wo. Ah, da ist er. Ein bisschen sehr weit weg. Mal gerade gucken, wo haben wir denn, was haben wir denn sonst noch so? Alter! Nein! Ich habe leider keine Lebensanzeige, nichts. Dementsprechend wird das ist ein bisschen schwierig, das Ganze. Lob. Ich komme nicht weg, ich bin zu fett. Ah, Mann.
Oh lol. Müssen wir nochmal von neu starten. Oh, dann läuft der weg, der Arsch. Nein! Oh, komm schon. Ich bleib jetzt hier. Kein Lust mehr. Endlich. Ja, drei Hits wie immer, ne? Und damit war er zerstört. Sieg. Da unten liegt das Gehirn. Geil, wir fahren natürlich fort, ne? Es war so klar, dass das Bosskämpfe sind. So, plus eins. Ein Einheitenslot mehr. Weißt du was, dann machen wir mal ganz kurz den Turm noch eben fertig. Dover. Trete die Arena. Henry der Achte. Was zum? Alles klar. Ich würde mal sagen, auf geht's, ne? Das dicke Knödelgesicht, das machen wir fertig. Das wird uns sicher was erreichen. So, wir können wieder wählen. Wir haben ja jetzt hier... Globus? Stimmt, Globus haben wir neu. Bisschen mehr Gewicht, bisschen mehr Beschädigung, bisschen weniger Stärke und ein bisschen weniger Geschwindigkeit. Wir nehmen einfach den, der ist einfach am besten von allen. So, wir bleiben natürlich bei unserer Kombination erstmal das zu nehmen. Das natürlich dazu. Den hier. Jetzt überlege ich gerade, regeneriert Flächen, die von anderen Einheiten, anderen defensiven Einheiten ausgenutzt wurden, die du gebaut hast. Hm. Man sieht im Hintergrund schon, was ungefähr, was für, was Sache ist. Ich nehme die noch mit. Und ich überlege gerade, soll ich die Da Vinci-Panzer mitnehmen? Ich überlege da einfach mal. Ich nehm die einfach mal mit. Mal schauen. Ja. Ich habe so eine Idee, wie man das am besten bauen könnte. So, da müssen wir verteidigen. Ja, wir gehen erstmal auf die Minen. Wo haben wir die denn? Oh, wir haben keine Minen. Wie, wir haben keine Minen? Hä? Doch, da. Ich hoffe, die produzieren auch. Dann würde ich sagen, wie machen wir das am besten? Am besten auf jeden Fall hier was hin. Vielleicht erstmal so. Ah, hier so einen wunderschönen Feuerwerkskörper hin. Hier mal zwei hin, da mal zwei hin. Da noch ein bisschen was drin. So, hier noch ein bisschen was dazu. Und schon haben wir kein Geld mehr. Ich gehe mal nicht davon aus, dass die hier gerade ausfahren oder dass wir hier gerade ausfahren können. Entsprechend gehe ich mal davon aus, dass es so ganz gut klappt. Können wir eigentlich sehen, was unser Gegner gebaut hat?
Oho! Ihr habt eine Kanone gesetzt, hier zwei Da Vinci-Panzer, alles klar. Nebeneinander auch noch, ja, wir nicht. Wir haben sie direkt an der engsten Stelle gebaut. Dann würde ich sagen, rollen wir los. Nein! Jo, wie schnell unser Kollege da gerade unterwegs ist. Krass. Der nutzt Abkürzungen. Moin, kommt der Käfer so ein paar Leute am Arsch. So. Ja, ist ja gut, ne? Jäger sind teuer, die muss man zerstören. Was ist das denn? Ah lol, da ist noch einer. Holy fuck. Ey, ich kann nicht mehr so springen. Ich kann nicht springen. So kann ich nicht springen. Noch auf, ich weiß. Das heißt aber nur noch mit Vollschmackes einmal davor. Ein bisschen mehr als unser Gegner. Aber jetzt müssen wir erst aufrüsten. Die nehmen nichts ein, okay. Muss ich mal ganz kurz gucken. Hier hatten wir noch eine. Genau. Was, wieso kann... So, ja, stimmt, ich habe ja schon drei gemacht. Stimmt ja. So, jetzt wollen wir ganz kurz gucken hier. Einmal dahin und... Einmal dort ein bisschen hin. Hier noch ein bisschen was davor, hier nochmal zwei hinsetzen, in der Mitte nochmal einen von den Kollegen hier. Und jetzt müssen wir Gas geben. Stimmt, man kann ja hier abkürzen. Wow. Ich sollte hier mal die Abkürzung mitnehmen. Nein! Nein, da habe ich den Winkel nicht ganz hinbekommen. Geschweige denn überhaupt getroffen, also. Na komm. Dankeschön. So. Aber weißt schon, wie er uns die einzelnen Abkürzungen zeigt, die er selber nutzt. So, und einmal mit Schmackes davor. Boah, er hat gesessen. Der hat gesessen.
Gut, dann will ich mal sagen, überall setzen wir mal hier von denen noch welche hin. Ich mag die Viecher, die sind einfach richtig cool. So, da noch ein paar hin, hier noch ein paar hin. Vielleicht da noch mal einen hin, ne? Hier noch mal was Explosives. Hier noch mal. Von denen können wir jetzt keine mehr setzen. Aber wir können auch von den Panzern 2, 3 setzen. Wieso kann ich hier denn keinen setzen? Da brauchst du seitlichen Platz. Jawohl, das sieht gut aus. Das sieht einfach gut aus. Oh, sind wir echt nicht gekommen, Wahnsinn. Nein! Oh, was eine Scheiße. Fick dich. Scheiß Fall. In die Fall führen. Kackbratzen-Dinger. Mann, ich dachte, ich kann vielleicht irgendwie so abprallen oder so. Warte, mit genug Schmackes kommt man doch bestimmt irgendwie hier dran vorbei, oder? Oder? So, dass man halt so übelsten Jump hinlegt. Scheiße, Dinger sind scheiße teuer und FN braucht die einfach wie sonst was. Ach komm, er ist schon durch bei mir. Oh nein. Komm schon, ich muss bauen. Ich muss bauen. Hier vielleicht noch was hin. Brauch mal ein bisschen Explosionsstoff. So es war, er darf nicht. Er darf einfach nicht. Wird alles nochmal zugebaut. Alles. Scheißegal, alles wird hier zugekloppt. Zack. 18. Richtig geil. Endgeil. Weil wir jetzt so richtig hart aufgehalten. Ich finde das super. Ha! Das haben wir geschafft. Where? What? Really? Ho, 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 ho. Er ist wieder runtergeflogen. Geil. Komm schon. Nein! Wir fliegen aber mit ihm runter. Komm schon. Ja, er ist immer noch da hinten. Immer noch da hinten. Ja, geil. Oh, wie geil. Sehr schön. Jetzt haben wir hier einen Ball, den Kollegen haben wir auch, und einen Drache als Bild. Ich mag Drachen.
Geil. Mal, können wir da durchrollen? Können wir uns mal eben das hier schnappen? Ah, jetzt haben wir endlich diese Luftschiffe. Jawohl. Verpiss dich mal. Ich hab gesagt, verpiss, danke. So, ich will mal sagen, wir scrollen mal hier ganz. Wir fahren hier runter. Hatte ich ja beim letzten Mal gesagt, weil hier haben wir nur noch das hier, diesen Türm. Ägypten. Und 15 Sterne. Okay, 15 Sterne haben wir jetzt nicht, aber hey, das kriegen wir schon hin. Er betrete die Arena. Neue Sportarten hier, oder was? Ramses. Gott, Ramses wäre doch einer, den ich nehmen würde. So als spielbaren Charakter. Alles klar, wir haben jetzt in diesem Ball neu. Reichsapfel. Erhalte zusätzliches Gold durch zerstörte Feinde, falls du dein Kreuz tragen kannst. Gut, die Geschwindigkeit ist halt nicht so hoch, aber die Stärke ist gut. Beschleunigung ist auch nicht ganz so hoch. Das wäre einer, den ich mal testen würde. Aber ich bleibe bei unserem Standardball. Das hat super funktioniert bisher. Wir nehmen auch wieder das mit. Wir nehmen das mit. Wir nehmen die hier mit. Das hier auf jeden Fall. Ich überlege jetzt entweder hier. Schreiben von mir Anordnung als Kanäle, die sofort abfallen, während sie versuchen, Ankommen der Feldbrücke zu behindern. Ah, wenn die Leopanzer. Wir nehmen die Leopanzer, damit sind wir fertig. Oder bereit. Oder wie auch immer. Okay, jetzt mal ganz kurz gucken. Hier müssen wir eine Kurve fahren. Ah, schon mal hier. Einmal da, einmal da. Ganz kurz erstmal abchecken, wo müssen wir denn überhaupt hin? Eieieiei. Hier ist auch noch einer. Und hier ist dann das Ziel, okay. Ich würde sagen, wir gucken mal, dass wir hier so ein bisschen was errichten, dass wir jetzt, oder dass der Gegner hier nicht so, voilà, nicht so easy durchkommt. Einmal damit und halt auch mit den Dingern hier. Einmal hiervon ein bisschen. Hiervon so ein bisschen. Wie viel Geld habe ich noch? Ich kann mir noch so einen Leopanzer gönnen. Fährt der wirklich darauf? Das wäre ja mal cool. Wir gehen erstmal über die komplette Verteidigung hier. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Dass wir gucken, dass wir ihn erstmal da aufhalten beim nächsten Mal. Warum gucken wir, dass wir hier ein bisschen was dazu bauen? Ich gehe mal davon aus, hier so ein paar Leopanzer hin. Das wäre eigentlich schon ganz sinnvoll. Ein paar Böcke dazu. Eine andere, so zwei, drei Leopanzer, ein paar Böcke dahin. Und dann klappt das Ganze schon. Und ja. Setze ich aber jetzt noch nicht hin, sonst vielleicht werden die noch down gemacht oder so. Habe ich keine Lust drauf. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir. Wow. Ganz großes Kino. Okay, der hat bei den Dingern keine gesetzt. Oder glaubt er, dass er ein genug Goldvorkommen hat? Ach, Elefantos, Elefantos. Bye. What the fuck? Yeah.
Ah, die Dinger. Ja, den Dingern werden wir wohl ganz gut ausweichen können, gehe ich mal stark von aus. Was, der ist schon unten gewesen? Holy fuck. Ah, da oben hat er Goldlagerung. Boah, wir müssen uns ranhalten. Das war nicht viel. Aber naja, so, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Wie sieht's denn hier aus? Ja. An sich jetzt nicht so kacke. Dementsprechend würde ich sagen, wir haben gerade ein bisschen Gold. Wir machen das dann wie folgt. Leopanzer, Leopanzer und Leopanzer. Dann ein paar Ramböcke daneben. Wir können sogar welche setzen. Wie geil ist das denn? Das ist doch mal eine Abwehr für den Schluss. Und mal eben... Ne? So. Das ist doch auf jeden Fall mal was. Da wir noch ganz gut unterwegs sind, machen wir gleich hier noch so ein paar Türmchen hin. Oh, wir haben kein Geld mehr für Türmchen. Scheißegal. Wir haben noch alle drei Minen. So, jetzt gucken wir mal, ob wir ihn gut genug aufhalten können. An sich geht das hier von der Strecke, die ist gar nicht so kacke. Alter Verwalter. Entschuldigung. Wir müssen jetzt halt nur gucken, dass wir nach oben kommen, die eine Goldmine für ihn. Oder von ihm platt machen. Wollte ich nicht. Scheiße. Aber wir müssen jetzt mal oben bleiben. Wow. Dann nicht. Dann bleiben wir unten. Boah, mit Speed! Mit Speed! Wir müssen auch zweimal treffen, das ist echt bitter. So, wie sieht das hier aus? Boah, ist er natürlich gewalzt. Oh, mal ein dahin, hier nochmal zwei hin und wir haben noch von denen welche. Dass wir den mal hier ordentlich aufhalten können. Wir setzen auch mal eben ein paar... Was macht der denn? Machen wir das mal so, ne? Wir haben ja noch ein paar Mauern, die wir bauen können. Dann reißen wir die einfach, reichen wir einfach mal hier irgendwo hin. Einfach, dass wir Mauern haben. Noch mal kurz warten, dass wir vielleicht ein bisschen Geld bekommen. Kurz warten. Boah, Leute, die zwei noch übelst daneben gesetzt. Weil es ist clever gemacht von ihm gewesen mit Mauer bauen und dahinter dann die Bomben zu setzen, das ist echt clever gewesen. Ah! Oh fuck! Das musste jetzt einfach sein. Yeah.
Oh, die sind alle explodiert. Oh, es lebt immer noch. Boah, das gibt's doch nicht. Hallo? Ich kann nix machen. Oh, es ist so blöd manchmal. Das ist manchmal so blöd. Scheiße, Mann. Wir brauchen viel zu lange für die ganze Ecke. So. Da muss ich anders vorgehen. Einmal dahin, da. Wir müssen Mauern bauen. Ganz viele Mauern. Hier zum Beispiel. Da zum Beispiel. Da zum Beispiel. Die müssen jetzt gleich alles geben. Die müssen richtig geil gleich arbeiten. Ach, ernsthaft. Das ist bitter. Ja, der geht auch noch daneben die Wolke. Das heißt Gas geben. Das... Mann, oh. Ich will das nicht. Ich will das nicht, der rollt einfach so durch. Ah, der ist durch, der ist durch. Den kriegen wir nicht mehr. Da muss jetzt schon echt ein Wunder passieren oder die Leopanzer müssen alles wegreißen, was geht. Dass der dann nicht durchkommt. Ich sag's ja. Ich sag's ja. Ah.